Hallo und herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Sarah und im heutigen Video erkläre ich Ihnen, wie GPS und Ortungsdienste funktionieren und vor allen Dingen auch, was Sie damit machen können. Mit Signalen von Satelliten werden heutzutage zum Beispiel Fahrzeuge oder auch Smartphones geortet und navigiert. Das System dahinter nennt sich GPS, Global Positioning System, was in Deutsch nichts anderes bedeutet als globales Positionsbestimmungssystem. Viele Apps, die wir auf den Smartphones installiert haben, nutzen diese Ortungsdienste. Wieso und weshalb, das erkläre ich Ihnen im heutigen Video. Ein GPS-Empfänger im Smartphone ist heutzutage Standard. Das bringt natürlich einige Vorteile mit sich. So kann man zum Beispiel das Handy orten, wenn es mal verloren geht. Oder Sie können damit die Navigation anwerfen, das heißt, Sie wissen am Ende immer, wo Sie sind und auch, wie Sie zu Ihrem Ziel kommen. Oder Sie können Ihre Joggingrouten damit aufzeichnen oder auch das Geocachen damit machen, was nichts anderes ist als die größte Schatzsuche, die es momentan auf der Welt gibt. Die GPS-Signale sind dabei sehr genau und geben Infos über den aktuellen Standort, Geschwindigkeit und auch die Höhenmeter an. Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn Sie einen Unfall haben, dass dadurch der genaue Standort bestimmt werden kann. Für Smartphones gibt es heutzutage unzählige Apps, die auf Ortungsdienste zurückgreifen. So zum Beispiel Finde meine Freunde oder F-Secure Anti-Theft. Die bekannteste App ist dabei Google Maps. Diese ist auf den meisten Smartphones, auch auf Android und iOS, bereits vorinstalliert. Da Google auf nahezu jedem Smartphone benutzt wird, möchte ich Ihnen heute einige Grundeinstellungen zeigen. Die in meinen Augen wichtigste Grundeinstellung ist, den Zugriff auf Ihren Standort für Google zu definieren. Das heißt, Sie müssen die Zugriffsrechte bestimmen. So können Sie hier zum Beispiel bestimmen, ob Google immer auf Ihren Standort zurückgreifen kann, nur beim Verwenden der App oder nie. Ich persönlich habe hier die Option beim Verwenden der App eingestellt. Das hat einfach den Vorteil, dass eben Google nur meinen Standort ortet, wenn ich auch die App benutze. Das heißt, genau dann, wenn ich sie auch brauche. Und nicht irgendwie, dass sie dann im Hintergrund läuft. Weil wenn es im Hintergrund läuft, dann zieht das auch immer zusätzlich noch Akku. Und ich möchte natürlich nicht, dass Google immer weiß, wo ich bin, wenn ich es gerade auch gar nicht brauche. Wie Sie zu diesen Einstellungen kommen, das zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst zeige ich Ihnen das anhand des iPhones. Das heißt, ich entsperre jetzt hier mein iPhone. Und dann gehen wir zu den Einstellungen und scrollen dann runter. Und zwar zum Punkt Google Maps. Den finden wir hier. Das heißt, wir gehen dann einmal da drauf und dann können wir hier schon an erster Stelle sehen, da steht dann Standort. Bei mir steht er aktuell jetzt hinter beim Verwenden. Und wenn wir diese Zugriffsrechte jetzt ändern möchten, dann gehen wir einmal hier auf diesen Standort drauf. Und dann sehen wir hier Zugriff auf Standort erlauben und dann sehen wir die Einstellung nie beim Verwenden der App oder immer. Ich habe das Ganze jetzt, wie gesagt, beim Verwenden der App eingestellt, weil ich der Meinung bin, dass Google Maps eben nur auf meinen Standort zugreifen sollte, wenn ich auch die App verwende, das heißt, wenn ich es gerade brauche und nicht immer oder nie. Weil nie wäre ja auch blöd, weil dann könnte ich Google Maps ja gar nicht nutzen. Wenn Sie das aber ändern wollen, können Sie das hier einfach machen. Das heißt, Sie klicken dann einfach zum Beispiel nie oder immer an und dann haben Sie das Ganze auch schon geändert. So, das war jetzt die Variante des iPhones. Und jetzt zeige ich Ihnen das Ganze noch anhand eines Android-Smartphones. Da funktioniert das Ganze nämlich ein wenig anders. Das heißt, ich nehme jetzt hier mein Smartphone, gehe dann auf Einstellungen und hier finden wir Google Maps dann unter dem Punkt Apps. Da gehen wir dann drauf, suchen dann die App Google Maps, beziehungsweise hier ist sie nur mit Maps eingetragen. Dann klicken wir da drauf. Und hier gibt es dann einen Punkt Berechtigungen. Und hier können wir dann einstellen, ob Google Maps eben auf unseren Standort zugreifen darf oder nicht. Das heißt, wir können das dann hier einstellen oder wieder aktivieren. Aber hier bei Android gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, nur beim Verwenden der App oder nie oder immer das einzustellen, sondern man kann nur an- oder aussagen. Aber nicht nur der Zugriff auf Ihren Standort kann hier definiert werden, sondern auch zum Beispiel, ob Sie die Sprachsteuerung nutzen möchten, ob Google Maps Ihnen Mitteilungen senden darf oder ob Google Maps Ihre mobilen Daten nutzen kann. Und diese Einstellung zeige ich Ihnen jetzt auch noch. Zunächst zeige ich Ihnen die Einstellung anhand des iPhones. Das heißt, ich entsperre es hier nochmal und wir befinden uns immer noch in den Einstellungen für Google Maps.
Hier können wir jetzt sehen, dass wir neben dem Standort noch zum Beispiel das Mikrofon einstellen können. Das heißt, wenn es an ist, können wir dann zum Beispiel per Spracheingabe unsere Route angeben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zu einer bestimmten Straße wollen, dann geben wir das einfach über die Sprache ein und hoffen dann, dass unser Smartphone das auch richtig erkannt hat. Wenn Sie das nicht einstellen wollen, dann können Sie hier wieder auf Ausstellen. Ich habe das grundsätzlich auf Aus, weil ich eine relativ undeutliche Aussprache manchmal habe und dann versteht mich Google Maps sowieso nicht. Deswegen lasse ich das immer aus. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Mitteilungen einzustellen. Das heißt, Google Maps schickt uns dann zum Beispiel Mitteilungen, wie zum Beispiel, biegen Sie jetzt rechts ab oder links ab. Und das kann halt in Form von einem Textbanner erfolgen oder einer Mitteilung oder einem Text, sag ich mal, auf dem Sperrbildschirm. Dann können Sie natürlich auch noch einstellen, ob Töne dabei entstehen sollen oder nicht. Und das Ganze dann hier eben einstellen. Ja, und ansonsten haben Sie hier noch die Möglichkeit, Hintergrundaktualisierung, also zum Beispiel Updates, automatisch einzustellen oder eben die mobilen Daten. Jo. Das war quasi die Einstellung am iPhone. Und jetzt zeige ich Ihnen noch die Einstellung am Android-Smartphone. Da gehen wir dann auch wieder auf die Einstellung. Dann gehen wir wieder zu den Apps, suchen uns wieder Google Maps raus und dann können wir hier sehen, dass wir noch weitere Berechtigungen haben. Zum Beispiel können wir jetzt hier beim Android-Smartphone Google Maps auch erlauben, auf die Kamera zuzugreifen. Das ging beim iPhone nicht. Dann haben wir die Möglichkeit, unsere Kontakte über unseren Standort freizugeben. Das heißt, unsere Kontakte können dann sehen, wo wir uns befinden. Dann natürlich auch hier das Mikrofon. Das heißt, auch beim Android-Smartphone können wir per Spracheingabe bestimmte Routen eingeben oder auch nicht. Und natürlich, wie gesagt, die Standortfreigabe. Nicht nur spezielle Apps, die zur Ortung entworfen wurden, nutzen diese Ortungsdienste, sondern auch andere Apps, bei denen man das vielleicht gar nicht so vermuten würde. Das heißt, Sie müssen sich natürlich dann immer die Frage stellen, ist es sinnvoll, dass diese App jetzt meinen Standort kennt oder nicht? Weil zum einen ist es natürlich Ihre Privatsphäre, weil es muss ja nicht unbedingt jeder wissen, wo Sie sich gerade aufhalten. Und zum anderen muss man natürlich auch sagen, wenn viele Apps diese Ortungsdienste im Hintergrund nutzen, dass natürlich auch der Akku vom Smartphone deutlich schneller leer ist. Ich zeige Ihnen nun, wo Sie die Apps sehen können, die auf Ihren Standort zugreifen können und vor allen Dingen auch, wie Sie einstellen können, ob diese Apps das weiterhin machen dürfen oder nicht. Wie immer fange ich hier mit dem iPhone zuerst an. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder in den Einstellungen und scrollen dann runter zum Punkt Datenschutz. Und hier können wir jetzt sehen, unter Datenschutz, der erste Punkt ist direkt Ortungsdienste. Und da gehen wir jetzt drauf. Und hier können wir jetzt unten sehen, welche Apps alle auf den Standort zugreifen. Und man sieht hier beim iPhone auch direkt den App-Namen und dahinter, welche Einstellung eingestellt ist. Also man sieht hier zum Beispiel App Store nie, Apple Watch Training beim Verwenden der App. Und das ist hier für alle Apps sehr übersichtlich gestaltet. Das heißt, wenn Sie jetzt eine bestimmte App die Einstellung ändern wollen, also den Standort, dann können Sie das einfach machen, indem Sie auf die App klicken und dann sehen Sie hier die Einstellung nie oder beim Verwenden der App und das können Sie dann für jede App separat einstellen. Wie gesagt, beim iPhone ist das sehr übersichtlich, bei Android-Smartphones leider nicht. Wie das Ganze jetzt bei Android-Smartphones funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt natürlich auch noch. Das heißt, wir befinden uns hier noch in den Einstellungen für die Apps, also wir sind in der App-Übersicht und da können wir jetzt jede einzelne App anwählen. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal Chrome und dann können wir hier unter Berechtigung
einstellen, ob auf den Standort zugegriffen werden darf oder nicht. Das Problem, was ich hier bei den Android-Smartphones habe, ist einfach, dass das Ganze nicht so übersichtlich ist, weil ich muss erst in die Apps reingehen und kann dann erst sehen, nutzt die App überhaupt Standorte oder nicht und muss dann die Berechtigung entziehen oder kann sie eben drin lassen. Und das finde ich hier ein bisschen unübersichtlich. Das ist leider das Problem bei Android, weil man kann jetzt nicht direkt sehen, okay, welche App nutzt denn überhaupt meinen Standort. Chrome zum Beispiel nutzt das, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf den AZ Screen Recorder gehe, dann sehe ich hier auch unter Berechtigung keine Berechtigung zulässig. Und hier sehe ich zum Beispiel, ist es gar nicht möglich, den Standort auszuwählen. Das heißt, dieser Screen Recorder benutzt überhaupt keinen Standort. Aber wie gesagt, Sie müssen da erst in die Einstellungen der App gehen, um das überhaupt sehen zu können. Und das finde ich hier halt bei Android nicht so schön gelöst. Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Ihnen das Video weitergeholfen hat und sag einfach mal bis zum nächsten Video.